einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen. Heute in den frühen Morgenstunden haben wir aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs 25 Personen in Deutschland, Österreich und Italien festnehmen lassen. Wir werfen den Festgenommenen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Bereits einzelne Personen waren vorgesehen für die Übernahme einzelner Ressorts, darunter für das Justizressort eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Neben diesem Rat, der eine neue Staatlichkeit und eine neue Staatsstruktur planen sollte, besteht nach unserer Erkenntnis ein militärischer Arm. Dieser militärische Arm soll eine neue deutsche Armee aufbauen. Diese Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen Ende November 2021 um den Beschuldigten Heinrich H.R. gebildet. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Die Festgenommenen verbindet die Ablehnung der staatlichen Institutionen in Deutschland. Die Festgenommenen hängen Verschwörungsmythen an, bestehend aus verschiedenen Narrativen der Reichsbürgerideologie sowie der QAnon-Ideologie.